Tilman Oberberg ist von Hause aus Sattler, eigentlich gebürtig aus Winsen an der Luhe, der in den Staaten beim Westernreiten seine Frau kennengelernt hat und sie sehr spontan geheiratet hat nach 2 Wochen und mit ihr dann nach Lüneburg kommt, weil sie ihn dort ihrer Familie vorstellen will. Und jetzt beginnt mein erster offizieller Arbeitstag als selbstständiger Sattler. Aufgeregt? Sagen wir mal so, positiv gespannt. Tilman findet Lüneburg spontan so entzückend, dass er beschließt, sich hier selbstständig zu machen, was sowieso sein Plan war. Ihm war es allerdings im Vorfeld vollkommen egal, wo das passieren wird. Aber jetzt an der Seite seiner entzückenden Frau ist es hier perfekt für ihn. Ein Hamburger Reitmagazin. Eine Freundin von mir arbeitet da in der Redaktion. Wir könnten da sehr günstig eine Anzeige für deine Sattlerei lancieren. Aber ich habe da noch nicht mal eröffnet. Eben. Es wird eine Weile dauern, bis sich herumspricht, dass es in Lüneburg einen neuen Sattler gibt. Warum nicht ein bisschen Werbung im Voraus? Ich weiß, deine unbefriedigte Marketingseele geht nach Arbeit. Aber Herr Flickenschild meinte, es gibt genügend Bedarf für Sattlerarbeit in Lüneburg. Trotzdem kann es nicht schaden, wenn ich meine Freundin schon mal anschreibe, ja? Komm, das kannst du doch morgen noch machen. Bis sich dann mit der Zeit wohl herausstellt, dass er und seine Frau sich dann doch nicht so gut kennen, wie sie dachten. Und parallel hat sich aber auch schon die Halbschwester von meiner Frau in Tilman verliebt, was er gar nicht mitbekommt, weil er vollkommen bei Eva ist, bei seiner Frau. Und sie steht wiederum im Konflikt, dass sie sich in den Mann ihrer Schwester verliebt. Ich dachte, du musst arbeiten. Sonja, Entschuldigung, ich dachte, du wärst Eva. Was? Sie sah zumindest von hinten so aus. Wie, das ist doch nur ihre Jacke. Ach so, und ihr Schal. Und ihre Mütze und ihr Pferd. Ich im Eva-Kostüm. Ey, ihre Steilklamotten sind einfach bequemer. Es kam auf einmal wie so ein Licht bei der Vorstellung. Klingt kitschig, ist auch so. Du musst jetzt Schauspieler werden. Und dann habe ich das auch, nachdem das Projekt vorbei war, von heute auf morgen umgesetzt. Ich habe sämtliche Verträge, die ich noch hatte in Orchestern, gekündigt und habe dann mir Schauspiellehrer gesucht.